Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir machen weiter mit einer neuen Mission, denke ich mal, und zwar mit Michael, da wir im letzten Part unsere alte Mission, sag ich nochmal, die wir in dem Part davor gemacht haben, also vor zwei Parts praktisch beendet haben. Und jetzt ist das Problem, dass wir wohl die Neuerarbeitung oder den Neuaufbau des Hauses, das wir im letzten Part zerstört haben, an dem Hang, das kostet uns so schlappe 2 bis 2,5 Millionen. Und wir haben herausgefunden, dass Michael ein paar Schulden hat, also noch ein paar Hypotheken hat. Also ich denke mal, jeder, der in dem Geschäft Bank heute arbeitet, weiß, was das ist. Ich bin, wie gesagt, froh, wenn ich weiß, wie das Wort Hypothek geschrieben wird. Und wir fahren jetzt mal zu Lester, zu einem alten Freund von Michael, der soll uns wohl helfen. Oder der soll wohl Michael mal helfen können, ein bisschen auf die Sprünge zu kommen. Jetzt suche ich mir gerade mal ein Fahrzeug. Oder ist das mal mein Fahrzeug? Oh, Amanda, ist es noch zu früh, um Tennis zu erwähnen? Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Daher brauche ich jemanden zum Spielen. Befürchte meine Schläge. Da gucken wir mal kurz aufs Handy. Schätze meine Schläge. Achso, das war schon. Befürchte meine. Achso, hier. Meine Schlägehaltung lässt nach. XX. Amanda, noch eine Nachricht. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägehaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart dran. Ah, das war wohl die Nachricht, die ich wahrscheinlich nicht gelesen habe. Nimmt mich hart dran. So, hier ist also mein Wagen. Sehr schicke Karre. So, dann fahren wir mal ab zu Lester, was Lester von uns will. Oder was wir wollen ja was von Lester. Ein alter Kumpel, der scheint wohl ein bisschen Geld zu haben. Hoffentlich. Oder wir gucken einfach mal, was er von uns will. Genau, 2 bis 2,5 Millionen Euro soll der Wiederaufbau dieses Hauses am Hang kosten. Und das hat Michael einfach mal nicht so, weil er ist, glaube ich, schon in Rente oder so. Oder auf jeden Fall, er geht nicht mehr arbeiten. Ob er in Rente ist, weiß ich jetzt nicht so. Das habe ich noch nicht ganz rausgehört. Aber ich glaube, er geht nicht mehr arbeiten. Er sitzt den ganzen Tag zu Hause vorm Fernseher. Na, also so wie die meisten heutzutage auch eigentlich. So, endlich mal wieder auf dem Highway. Ich hoffe, links war jetzt richtig. Ja, links war richtig. Sonst nehme ich ja immer die falschen Ausfahrten. Aber diesmal ist die Ausfahrt richtig. Huch. Wenn ich auf die Autobahn komme, ist die Autobahn frei zu sein. Meine Freunde, jetzt müssen wir gleich wieder rechts raus. Verschiedene Ereignisse finden täglich überall in San Andreas statt. Sie werden auf deinem Radar markiert, wenn du in der Nähe bist. Hatten wir auch schon mal in den letzten Parts, glaube ich. So, huch. Dann einmal hier rum. Mensch, Lester wohnt aber schön. Lester wohnt auch irgendwo in den Hills, hat er gesagt. Irgendwo in irgendwelchen Hills. Wir werden es ja gleich sehen, wo er wohnt. Und dann gucken wir mal, was er für uns hat. Oh, wow, wow, wow. Mensch, bleib auf deiner Seite da. Das gibt's doch wohl gar nicht, ey. Ich wollte auf meine Seite fahren, der lässt mich nicht auf meine Seite. Das ist ja unerhört hier. So, ey, 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 wo wohnt der denn? Der wohnt ja echt am A der Welt. Am Arsch der Welt wohnt er ja. Offensichtlich, halt. Ah, nee, hier noch nicht. Hier noch nicht, erst die nächste Straße rein. So, hier jetzt rein. Jetzt rechts abbiegen, passen Sie auf. Naja, also das scheint ja nicht so ein... wo wohnt denn jetzt Lester? Ich glaube hier, das ist sein Haus, ne? Er wohnt ja nicht mehr in so einem, sag ich mal, sehr modernen Gebiet. Also die Häuser sehen nicht mehr so modern hier alle aus. Ich glaube, hier wohnt Lester. Falls ich mich nicht vertan habe. Wir schauen einfach mal vorne an der Tür. Aber ich glaube, hier müsste das sein. Habe ich mich doch vertan, wusste ich doch. Dann war es doch ein Haus weiter. Bestimmt, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Genau, hier ist das Haus. Hallo! Oh, was ist das denn? Gruppe. Gib mir eine Minute. Ah, jetzt. Jetzt kann ich rein. Oh Gott, wie wohnt der denn hier? Können wir hier rein? Hier können wir auch nicht rein. Ah, hier liegt überall Müll rum, ey. Guckt euch das mal an. Kartons. Hier ist sogar gesperrt. Da kann. Ach nee, ist nicht gesperrt, da ist eine Tür. Ich war wundering, wenn du show up. Ich war dead. Praise be. Guess you weren't very dead. Hi. You need my help. How do you know? Because you came here. What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before.
I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro, weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something, just like the old days. Der geht wie so ein Suburban-Laden in Vinewood, okay? Der Typ kommt mir etwas merkwürdig vor. Also jetzt nicht nur, dass er im Rollstuhl sitzt, da kann er ja nichts für, das ist ja kein Problem. Wo ist mein Wagen? Pack wahrscheinlich beim Nachbarn noch. Wir haben jetzt erstmal diesen schicken Rucksack gekriegt hier, den hatte ich auch mal. So einen Rucksack hatte ich auch mal früher. Irgendwie, ha, steht beim Nachbarn. Und wir haben gehört, er hat mal Banken ausgeraubt, mein Gott. Und da müssen wir natürlich jetzt wieder zurück irgendwie in den Job oder in diese Szene reinrutschen. Wir kriegen ja dann demnächst wieder einen Anruf von ihm, haben wir ja gehört, wenn wir einen neuen Auftrag haben oder wenn es einen neuen Auftrag gibt für mich. Jetzt fahren wir erstmal wieder den langen Weg zurück nach Vinewood zum Suburban Laden und gucken mal, was da auf uns wartet. So, ich glaube, hier müssen wir lang. Ja, war richtig. Ha, dieses vernetzte Autobahnkreuz hier. Aber freut mich, dass wir jetzt endlich in der Hauptstory auch mal ein bisschen weiterkommen, nachdem wir ja zwei Parts quasi umsonst eigentlich hier durchgefahren sind, durch die Stadt und so durch ganz Los Santos, weil ich nicht gewusst habe, dass man diese Fremde und Freaks-Mission noch zusätzlich mitmachen muss, damit man überhaupt wieder weitermachen kann in der Hauptstory. Und wie gesagt, eine Runde Tennis mit unserer, sag mal, in Anführungszeichen noch Frau, werden wir bestimmt auch mal irgendwann machen, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder ein bisschen auf die Hauptmissionen oder auf die Hauptstory und fahren mal zum Suburban-Laden, der nur noch 500 Meter entfernt ist, auf der linken Seite irgendwo. Und dann gucken wir mal hoch, was uns da so erwartet. So, einmal wenden. Hui. Oh, fuck. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Mann, mein schickes Auto. Mann, meine Heckscheibe. So, einmal hier rein. Ach, Quatsch, was mache ich denn hier? So, bitte einmal zurückfahren. Was will der Japaner da? So. Suburban-Laden muss... Da, Suburban-Laden, da ist er doch. Parken wir genau vor. Steht doch nochmal extra groß und breit drauf. Extra für die Leute, die nicht lesen können. Und Suburban scheint ein Klamottenladen zu sein. Scheint ein Klamottenladen zu sein. Hallo, grüß Gott. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Huh? What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir passende Kleidung. Wie wär's mit einem Cargo-Shirt? Gucken wir mal, wie viel Geld haben wir? $7,860. Na, gucken wir einfach mal mit so einer Weste. Oh Gott, sieht das lächerlich aus. Aber ich denke mal, wenn wir uns für einen entscheiden müssten, würde ich doch die nehmen. Also die sieht so am... Ja... Im Zusammenarbeit, im Kontrast mit dem gelben T-Shirt sieht das vielleicht immer noch am besten aus. Na, oder das Weiße mit dem Braun. Ne, wir nehmen mal das Schwarze hier.
So. Gegenstand ausgerüstet. Ha, 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 jetzt brauchen wir nur noch einen Short. Ach du Scheiße. Hm. Ja, weiß, braun. Nee, was passt dann am besten zur Jacke? Ich denke mal, diese cremefarbenen Cargo-Shorts. Ist auch geil, dass alle Sachen dieselben Preise haben. Alles kriegst du für jeweils 68 Dollar. Ne, dann nehmen wir einfach mal das hier. Gut. Begib dich zu den Büros von Life Invader. Von Life Invader. Da haben wir doch auch irgendwann mal eine Nachricht. Ah, warte mal, Life Invader, da ist doch auch mein Sohn, oder nicht, ne? Also der, wie heißt der denn? Mein Sohn ist doch da, und zwar der, wo ist er denn? Hier. Jimmy, oder? Ist der nicht bei Life Invader? Weil als wir Franklin mal gespielt haben, wollten wir ja ihn irgendwie einladen. Kann das sein? Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Ich gucke jetzt gerade mal noch, wie viele Minuten wir haben. Freunde, nicht, dass das hier untergeht. Krieg leider nicht hin. Moment, da muss ich erstmal rausswitchen. So, 11 Minuten. Ja, da kriegen wir noch 4 Minuten. Kriegen wir noch irgendwie unter einen Hut. Gar kein Problem. Machen wir einfach mal weiter. Ach halt, nee, Quatsch. Ich wollte ja das markieren auf der Karte. So, bin schon völlig raus hier. So, markiert und dann... Ja, fahren wir noch in dem Part? Ah, nee, das machen wir noch im nächsten Part. Ich denke mal, im nächsten Part kommt wieder genug auf uns zu. Also, wir haben uns jetzt mal schick ausgerüstet für unser Bewerbungsgespräch. Sieht richtig jugendlich aus. Also, das macht mich gerade glatt 40 Jahre jünger, würde ich sagen. Mal mindestens 40 Jahre jünger. Also, wenn es euch gefallen hat, nächsten Part geht's ab zum Vorstellungsgespräch. Und dann, ja, lasst eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Part. Haut rein. Hi. Und, ja, macht's gut. Ciao.